Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um das Thema Oberflächenkompensation in der Z-Richtung. Und die Anwendungsfälle sind wahrscheinlich dem einen oder anderen geläufig. Das sind überwiegend Gravuren auf verschiedenen Materialien. Unter anderem auch das Isolationsfräsen. Und jeder, der schon mal graviert hat, wird das Phänomen kennen. Manchmal sind die Gravuren an einer Stelle stark, manchmal weniger, manchmal gar nicht. Beim Isolationsfräsen von feinen Bahnen sind manchmal Leiterbahnen einfach weggefräst. Und das liegt einfach daran, dass die Oberfläche nicht einheitlich zur Z-Ebene immer gleich ist, sondern das Material ist verwunden, man hat mehr oder weniger Kupfer drauf. Auch, ich sag mal, gewisse Kunststoffe sind krumm und jetzt bräuchte man etwas, das sozusagen dem Material folgt. Damit wir das uns noch mal besser vorstellen können, habe ich hier mal Material gezeichnet. Sozusagen, das ist die Stirnansicht von so einem Material. Wir sehen, es ist wellig und wir sehen hier unseren Gravierstichel. Und wenn ich den Gravierstichel jetzt meinetwegen auf meine Z-Ebene, Z-Arbeitsebene fahre und dann graviert er im Material, dann sehen wir hier, manchmal nimmt er etwas weg und manchmal nicht. Und idealerweise würde er aber mitschwimmen mit der Oberflächenstruktur. Und dieses Mitschwimmen, das kann man natürlich unterschiedlich realisieren. Einerseits mit einem Schwimmer, das heißt, wir haben eine schwimmend gelagerte Z-Achse und sie schwimmt dann hier mit, hat Vor- und Nachteile, oder man tastet das Ganze elektronisch ab. Auch dort gibt es nochmal zwei Varianten. Wir tasten ab und berechnen oder nehmen das Ergebnis und schreiben das NC-Programm dementsprechend um. Dafür gibt es Skripte und dann kann man dieses NC-Programm dementsprechend dann anpassen in den Z-Werten. Dann habe ich ein verändertes NC-Programm. Die zweite Variante dazu ist wieder, ich taste an und nehme die Ergebnisse und lasse die Maschine automatisch, wenn das normale gerade NC-Programm abläuft, dann an der Stelle einen Offset auf die Z-Achse mitgeben. Und darum geht es heute. Es geht darum, in Echtzeit sozusagen dann die Z-Achse im Linux CNC zu korrigieren anhand der Oberfläche. Ich habe da ein Beispiel, ein extremes Beispiel, wo wir das dann genau sehen. Und das zeige ich euch heute. Ja, das Wichtigste bei so einer Kompensation ist natürlich das Erfassen der Oberfläche. Ich nutze hier meinen Werkzeuglängentaster, da habe ich ein Stück Holz angeklebt und wenn ich hier taste, dann kommt ja in Linux CNC der Probepin und unterbricht die Restwege, die ich programmiert habe, also sprich Restweglöschung. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Ich drehe das Ganze jetzt rum und klebe das hier einfach mal an die Spindel und kann somit mal Oberflächen scannen, tasten. Also jedes Mal, wenn ich Restweglöschung in Z- hier fahre, dann bleibt die Maschine an der Stelle stehen, wenn der Taster ausgelöst wird. Und da habe ich die Möglichkeit, das Ganze mir zu merken. Wie mache ich das? Und zwar brauchen wir, um jetzt so eine Punktwolke zu erzeugen, erstmal ein NC-Programm. Ich habe hier ein Probeprogramm. Ihr seht es, es ist eine Punktwolke. Und oder beziehungsweise es ist ein Raster mit Messwegen in Z und die Ergebnisse dazu werden in eine Textdatei geschrieben. Also wie funktioniert das hier? Kann man sich einstellen, wie viele solche oder wie groß das Raster ist, mit welchen Abständen, wie in Z verfahren wird, wie die Probegeschwindigkeit ist, also die Messgeschwindigkeit. Und dann gibt es hier den Absatz, wo dann das Ergebnis in eine Probe Results TXT geschrieben wird. Die können wir uns auch mal angucken. Hier rein werden zum Beispiel die Koordinaten mit dem jeweiligen Z-Werten geschrieben. Und das können wir später nutzen, um unsere Maschine oder der Maschine mitzuteilen, dass hier die Z-Achse immer an einer gewissen Stelle kompensiert werden muss. Okay, aber als erstes lassen wir das mal durchfahren. Also die Maschine fährt jetzt jeden Punkt an, hält dann an, wenn der Taster kommt und schreibt diesen Z-Wert, der an der Stelle dann existiert oder existent ist, in die Textdatei. Und daraus generieren wir dann über eine Komponente einen Kompensationswert und können dann, während die Maschine fährt, immer die Z-Achse anhand der XY-Koordinate korrigieren, weil wir wissen ja dann, okay, wenn die Maschine zum Beispiel bei XY30 steht, brauchen wir eine Kompensation von Z minus 5 mm. Zum Beispiel. Okay, die Maschine ist jetzt fertig.
Wir haben also unsere Punktwolke getastet. Wie das aussieht, habe ich mal hier so ein bisschen exemplarisch gemacht. Ich habe mal die Ergebnisse einfach in ein NC-Programm umgeschrieben. Also ich habe einfach nur die Achsbuchstaben davor geschrieben, so dass die Maschine theoretisch jetzt mal hier das fahren würde. Und man sieht, das sieht schon aus wie unsere Halbkugel hier oben drauf. Schon nicht schlecht. Okay, ich leere das Ganze nochmal. So, wir haben jetzt unsere Werte. Jetzt ist die Frage, wie können wir das kompensieren? Und zwar, jede Achse in Linux CNC kann kompensiert werden. Das heißt, man kann sie neben den normalen Planungsparametern, kann man noch zusätzlich einen Offset mitgeben, wo die Achse dann hoch oder runter geregelt werden kann oder nach links oder rechts, also Plus und Minus. Wie das funktioniert, ist hier beschrieben, das sind die externen Offsets. Und damit man diese aktivieren kann, muss man einen Teil der Leistung von der Achse in Prozent erstmal für diesen Offset mit angeben. Das ist hier beschrieben. Ich zeige euch das mal direkt in der Maschinen-INI. Also ich habe hier bei der Achse Z Offset AV Ratio 0,2. Was bedeutet das? Ich habe sozusagen 20% der eingestellten Werte halte ich jetzt vor für diesen Offset. Das heißt, wenn ein Offset-Wert kommt, dann wird mit 20% der Leistungsdaten, also Beschleunigung und Geschwindigkeit, versucht, dieser Offset einzustellen. Also wenn die Maschine, wenn die Achse hier um 1 mm korrigiert wird durch den Offset, dann versucht sie das mit 20% der eigentlichen Maschinenleistung oder Achsleistung. Okay, habe ich reingeschrieben? Passt. Jetzt habe ich hier noch was reingeschrieben, wenn wir einmal in der Maschinen-INI sind. Und zwar habe ich hier oben reingeschrieben PyVCP und dann hier eine Kompensations-PyVCP-XML-Datei. Das ist einfach nur dazu da, damit ich hier an der Seite so ein kleines Panel habe, wo ich meine Funktion ein- und ausschalten kann. Okay, nochmal zurück zur Maschinen-HAL-Datei, also sprich Maschinen-HAL-Datei, da ist eigentlich nur wichtig, dass ihr den Probe-Input-Pin verknüpft. Ihr seht, ich habe den Motion-Probe-Input einfach mit einem Eingang der 5i25 verbunden. Das kann natürlich auch ein Parallelport-Eingang sein oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass dieser wirkliche Taster hier auch ankommt in Linux CNC und die Maschine ihren Weg unterbricht und nicht hier das Teil kaputt fährt. Okay, schauen wir uns mal die Custom Boss GUI HAL an, denn dort habe ich letztendlich den Python-Skript geladen. Also hier, ihr seht das, mit dieser Zeile lade ich den Python-Skript. Dieser Python-Skript tut dann letztendlich im Linux CNC Pins bereitstellen. Das kann man sich angucken unter HAL anzeigen. Da ist es nämlich hier die Kompensationskomponente und das sind die Pins, die ich verknüpfen kann oder die ich sozusagen befeuern muss mit verschiedenen Sachen. Und zwar, einerseits braucht die Kompensationskomponente, klar, hier oben noch die Werte. Das ist die Textdatei, wo die Werte drin stehen, die wir ja gerade ermittelt haben. Dann braucht die Kompensationskomponente die XY-Koordinate, damit sie weiß, an welcher Stelle befindet sich die Maschine und gibt dann den Korrekturwert für Z heraus. Sie braucht auch natürlich den aktuellen Z-Wert. Das sind die Offsets von Linux CNC für die Z-Achse. Die werden sozusagen hier auch mit Pins aus der Kompensationskomponente verbunden. Dann mein Panel an der Seite, also die Knöpfe, die LEDs, die habe ich noch hier eingebunden, damit ich einfach das Ganze ausschalten kann und das auch sehe, was da passiert. Also dieser Block ist wichtig in Summe, damit das Ganze funktioniert. Gut, schauen wir uns das mal an. Also wir haben unsere Punktwolke ja letztendlich erzeugt, unsere Korrekturwerte. Und wenn ich jetzt hier die Korrektur einschalte, dann wird anhand der XY-Koordinate der Korrekturwert eingestellt. Und jetzt kann ich hier joggen und sehe, obwohl ich nur ein X jogge, wie meine Achse verbogen ist. Also sprich, die X-Achse ist hier voll krumm, fährt voll einen Bogen. Mal sehen, ob wir das noch ein bisschen besser hinkriegen. So. Also ihr seht, die Korrektur wird durchgeführt. Die X-Achse ist verbogen. Schauen wir uns mal die Y-Achse an. Also ich fahre jetzt mal hier in die Mitte. Und wir gucken mal die Y-Achse.
die ist auch verbogen. Man sieht es, mein Taster fährt eigentlich gleichmäßig über die Oberfläche. Mein Raster war jetzt recht grob, das kann man natürlich auch viel feiner machen, aber im Groben und Ganzen funktioniert das Ganze. Also während des Joggens sehe ich jetzt schon mal, dass das Ganze funktioniert. Wenn ich die Kompensation ausschalten will, drücke ich einfach Reset und nehme das Enable weg. Und jetzt schauen wir mal, die Maschine fährt gerade so, wie man es gewohnt ist. Das gleiche geht natürlich auch mit einem NC-Programm. Also ich habe jetzt hier mal das typische Axis, Linux CNC-Logo oder den Schriftzug. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob die Z-Höhe passt. Also ich schalte mal die Korrektur ein und starte mal das Programm. Ja, reicht noch nicht ganz. Ich mache nochmal die Korrektur aus. Oh, das war zu schnell. So. Ich nehme den Z-Nullpunkt mal 2 mm höher, damit wir uns hier nicht kaputt fahren. Wir machen die Korrektur an und starten nochmal das Programm. So, was wir jetzt hier sehen ist, dass die Z-Achse wie schon beim Joggen immer korrigiert wird. Also das NC-Programm ist eigentlich gerade, das können wir dann auch gerne nochmal gerade laufen lassen. Aber durch die Kompensation der Z-Achse, durch den Offset, bleibt unser theoretisches Werkzeug jetzt hier mal im gleichen Abstand zur Oberfläche, zur Kugeloberfläche. Wir sehen es auch in der Vorschau, dass der Schriftzug eigentlich so eine Kugelform jetzt hat, der gefräste. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber im Groben und Ganzen würde, so wie die Vorschau hier zeigt, der Schriftzug jetzt auf der Kugel, sagen wir mal, drauf graviert werden oder drauf gezeichnet werden. Okay. Das mal dazu. Ich wollte euch noch zeigen, dass der Schriftzug auch gerade geht. Das heißt, ich habe jetzt die Kompensation aus und wir machen den Schriftzug nochmal gerade. Ihr seht, die Maschine wird jetzt in Z nicht korrigiert. Der Schriftzug erfolgt ganz normal, wie man es gewohnt ist. Okay, ich denke mal, jetzt sind wir erstmal grob durch, was die Erklärung angeht. Das heißt, die Z-Achse wird immer manipuliert. Die Manipulationswerte werden über ein Python-Skript, den kann man sich auch hier angucken, über ein Python-Skript werden die Werte aus einer Textdatei eingelesen und dann anhand der XY-Koordinaten, je nachdem, wo die Maschine steht, ausgegeben als Z-Korrekturwert. Hier sieht man auch, wie die Halbpins erzeugt werden. Ja. Das mal zum groben Ablauf. Okay, ich denke mal, jetzt habe ich es, oder? Ja, ich will auch gar nicht das Video wieder in die Länge ziehen. Ich denke mal, hiermit habt ihr ein gutes Beispiel, einen guten Start, um diese Funktion mal zu testen und vielleicht für eure Zwecke ein bisschen anzupassen. Ich für meinen Teil könnte mir vorstellen, dass ich da mal Isolationsfräsen probiere, aber auch nicht heute Morgen, vielleicht irgendwann mal. Aber im Grunde fand ich es interessant, während die Maschine fährt, die Z-Achse zu manipulieren oder generell die Achse zu manipulieren. Denn jedes NC-Programm kann damit auf eine gewisse Oberfläche projiziert werden. Also ich muss nicht das NC-Programm verändern, sondern die Maschine verbiegt das NC-Programm. Beziehungsweise verbiegt es ja ihre eigentlichen Achsen. Wie gesagt, das fand ich recht spannend. Okay, wie gesagt, nicht länger in die Länge ziehen, sondern an dieser Stelle beenden wir das Video. Und ich sage wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke anzuschalten, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Für alle, die mich noch mehr unterstützen wollen, da gibt es die Möglichkeit bei Patreon. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.